Hallo zusammen, Maya3007 hier und herzlich willkommen zum mittlerweile 15. Adventskalender-Türchen. Das heutige Geschenk kann ich noch gar nicht sagen, was es ist. Irgendwas Eckiges, aber keine Ahnung, was da drin ist. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr fest an. Schauen wir mal rein. Und es ist eine Duschpflege. Sanfte, feste Duschpflege. Das ist ja mal eine sehr coole Idee. Mit Avocado-Duft. Ach, cool. Dankeschön, Claudia. Das ist ja mal eine richtig coole Idee. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Herzlichen Dank. Und heute möchte ich euch in diesem Adventskalender-Türchen auch noch meine schönsten Lesezeichen präsentieren. Ich habe so einige, denn ich finde irgendwie, Lesezeichen gehen doch immer, oder? Lesezeichen kann man nie genug haben, finde ich. Und ich habe auch einige wirklich wunderschöne dabei. Zum Beispiel dieses hier, ein absolutes Schätzchen. Ich hatte meine Brieffreundin aus Sri Lanka. Das war quasi immer ein super Englischtraining für mich. Die hat mir das mal geschickt. Ich glaube sogar, es ist von ihr selbst gemacht. Wunderschön. Auch ein ganz schöner Spruch hinten drauf. Freundschaft ist wie Glas. Ist es gebrochen? Ist es hart, wieder zusammenzusetzen? Freundschaft ist alles über Stärke, Mut und Respekt. Ich möchte keine guten Freunde vermissen, denn es ist schwer, gute Freunde zu finden. Ein richtig schönes Sprüchlein, finde ich. Sorry. Dann hier. Dieses schöne ägyptische Lesezeichen hier, Ägyptenmotiv, habe ich mal von einer Arbeitskollegin geschenkt bekommen. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Dann hier dieses schöne Stofflesezeichen mit den Schildkröten. Haben mir meine Eltern mal aus dem Urlaub mitgebracht. Finde ich auch sehr schön. Und hier diese Paulchen Panther. Der ist so geil. Den hat mir meine Mutter selber gebastelt mal. Ein so super süßes Lesezeichen. Den nehme ich so gerne her. Der ist richtig klasse. Und dann haben wir hier noch dieses hier. Habe ich dieses Jahr zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, Tamara, warst du es, die es mir geschenkt hat? Bin mir jetzt nicht sicher. Tamara, Rebecca oder Claudia, eine von den dreien war es. Also, sorry, dass ich es jetzt nicht mehr genau zuordnen kann, wer von euch das war. Aber ich tippe am ehesten auf Tamara. Dann habe ich hier noch ein paar Magnetlesezeichen. Im Küstenstil. Und hier, die finde ich auch sehr schön. Dann hier zwei im Eberhofer-Style. Habe ich auch mal von jemandem geschenkt bekommen, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wer. Und hier, das ist auch super, das habe ich mir mal bei uns in der Stadt gekauft. Hier sind nämlich Gebäude unserer Stadt abgedruckt drauf, diesen Magnetlesezeichen. Das ist auch richtig schön gemacht. Ja. Und hier zwei kleine Blechlesezeichen noch. Da hatte ich mal mehr, aber die sind leider im Laufe der Jahre irgendwie ein bisschen verschüttet gegangen. Die habe ich mal von Katha Loves Books in einem Geburtstagswichtelpaket bekommen. Ja, hier haben wir noch eins davon. Die finde ich auch schön. Aber leider gehen durch die oben die Seiten immer ein bisschen kaputt. Das ist dann schade. Das also, wie gesagt, sind jetzt so meine schönsten Lesezeichen. Wie gesagt, kann man nie genug davon haben als Bücherfan, finde ich. Mit diesem Teil des Videos war es das jetzt und an der Krippe geht's gleich weiter. Maya3007. Weihnachtskrippe, die 15. Hier unten hat sich heute nichts verändert, aber hier oben, denn ab heute schwebt der Stern von Bethlehem über der ganzen Szenerie.
Was? Morgen gibt es dann die große Auslosung meines Gewinnspieles. Ja, bis morgen könnt ihr euch noch anmelden. Morgen hören wir uns dann wieder. Ciao!